Dieses Video zeigt, wie man einen Control-M-Job definiert, der einen SOAP-Web-Service abfragt. Wir haben eine Anfrage von einem unserer internen Entwickler erhalten. Wir sollen einen Job anlegen, der den Wechselkurs abruft, mit folgenden Details. In diesem Fall haben wir eine URL erhalten, es könnte aber auch eine Datei sein. Dazu die Service-Operation, die wir verwenden sollen, und die Eingabeparameter. Als erstes definieren wir ein Verbindungsprofil für diesen Service. Dazu öffnen wir den Configuration Manager und rechtsklicken auf das Plugin Web Services und öffnen dort den Verbindungsprofil Manager. Wir legen ein neues Profil an und nennen es Currency. Statt einer lokalen Datei nutzen wir eine Webservice-URL und geben die URL ein. Anschließend klicken wir dann OK. Dann können wir den Account validieren. Der Agent wird prüfen, ob die WSDL-Verbindung über diese URL erreicht werden konnte. Nachdem nun das Verbindungsprofil erstellt ist, können wir den Web-Service-Job definieren. Dazu wechseln wir in die Workload-Automation-Oberfläche, erzeugen einen Web-Service-Job, wählen ein Verbindungsprofil, dann WSDL, Service und Operation. Dann klicken wir auf Load, um die Eingabeparameter zu laden. Wir müssen beide Felder füllen. Wir wollen von US-Dollar in Euro umrechnen und tragen das entsprechend ein. Wir können auch die Ausgabeparameter sehen. Dann können wir den Wert in eine Auto-Edit-Variable schreiben oder in eine Textdatei. In diesem Fall wählen wir eine Auto-Edit-Variable. Nun können wir den Job ordern. Wechseln wir nun in die Überwachungsdomäne, um unseren Job und den Ausgang zu betrachten. Ein Rechtsklick auf den Job und wir können die Ausgabe betrachten. Wir sehen, dass der Job erfolgreich lief und welche Ausgaben er geliefert hat. Wir sehen den Wechselkurs von 0,8975 in den XML-Code eingebettet. Damit sind wir dann auch am Ende unserer Vorführung angelangt. Weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.